Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Stichwort Salat denkt man sofort an Sommer und warmes Wetter. Dass es aber auch im Winter mehr knackigen Salat herum hat, als man denkt, das möchten wir Ihnen heute beweisen. Mindestens 10 verschiedene Wintersalatsorten finden Sie zurzeit in unseren Läden. Einer davon, der Brüsseler, hat der Armin Amrain für sein Rezept ausgesucht. Das leicht bittere, aber auch sehr dekorative Gemüse lässt sich nämlich auf ganz verschiedene Arten zubereiten. Als Tipp, als Auflauf mit Käse und Schinken, auch als Suppe oder mit einer Füllung, findet der Brüsseler immer mehr Anhänger. Grüezi miteinander. Viel Anhänger hat auch unser heutiger Studiogast. Es ist die dreimalige Weltmeisterin im Synchronschwimmen. Herzlich willkommen, Olga Sledakova. Olga Sledakova, Sie sind als Sportlerin auf eine gesunde Ernährung angewiesen. Wie sieht denn so eine Ernährung aus? Jetzt im Winter, damit ich gesund, fit und auch schlank bleibe, versuche ich viel Gemüse, Früchte und auch Salat zu essen. Salat ist auch ein Thema bei uns, besonders Wintersalat und einige interessante Vertreter. Ein ganz typischer Wintersalat ist der glatte Endivie. Leicht kennt man ihn auch unter dem Namen Lavate, ein Salat, den wir Ihnen während 14 Tagen zum Aktionspreis offerieren. Farbensalat bringt der rote Chicorino und ist schon wegen dem fast unentbehrlich. Little Gem oder Mini Latte hingegen ist weniger bekannt. Geschmacklicher Hit sollten Sie ihn trotzdem probieren und es gibt auch fast keinen Abfall. Ebenfalls im Angebot sind jetzt alte Bekannte wie Eisberg, Endivie und natürlich Nüsslisalat. Nicht vergessen darf man, dass sich auch Rüebli, Sellerie, Randen, Rot- und Weisskabis oder Zwiebeln hervorragend zu Salat verarbeiten lassen. Und wer es ganz bequem möchte, ist mit unseren fertigen Salatmischungen Pronto und Fresco bestens bedient. Nüssli, Endivie, Chicorino und Brüsseler bekommen Sie übrigens auch aus biologischem Anbau unter unserem Coop Natura Plan Label. Und das ist auch schon die Wettbewerbsfrage an unsere Zuschauer im Studio. Wie lange gibt es das Label schon bei Coop? 4 Jahre? 6 Jahre? Oder 8 Jahre? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept von Armin Amrain. Dort geht es jetzt nämlich weiter mit dem versprochenen Brüsseler Rezept. Brüsseler mit einer feinen Füllung, paniert und im Öl rausbacken. Von den Brüsseler Stangen, wenn nötig, die äußersten Blätter entfernen und den Strunk ein wenig nachschneiden. Im Salzwasser mit ein wenig Zitronensaft 3-4 Minuten vorkochen. Ja. Für die Füllung fein gehackten Knoblauch im Olivenöl andünsten. In kleine Rösali zerteilten Brokkoli ein paar Minuten mit dünsten. Gehackte Mandeln und Rosinen dazugeben und mit Weisswein oder Bouillon ablöschen. So lange kochen, bis alle Flüssigkeit verdampft ist, mit Pfeffer, Muskat und Salz würzen. Jawohl. Nach dem Abkühlen Brüsseler Stangen auseinanderdrücken. Füllung zwischen Blätter verteilen. Dann im Mehl, im Ei und im Panierbrot wenden. In einem hocherhitzbaren Öl, halb schwimmend, goldbraun backen. Auf Haushaltpapier abtropfen und auf einem Salatbett servieren. Auch das Rezept finden Sie wie gewohnt in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Dankeschön, Armin. Brüsseler einmal anders. Und jetzt zum Wettbewerb. Coop Natura Plan ist 1993 lanciert worden, also vor 8 Jahren. Ja, so schnell vergeht die Zeit eben. Das bedeutet, eine grüne Karte hat gewonnen. Darf ich bitten? Richtig tippt und damit ein Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock gewonnen hat, heisst Rizzo Roberto. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Olga Sledakova, mit der Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Danke. Dankeschön fürs Kommen. Gewinnen können auch Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar im Supercard-Spiel mit den folgenden Sponsoren. WC Enten Duckies, Calgonit Powerball, Giochino von Emmy und Pringles Chips. Und das ist der Superpreis, VW New Beetle 1,6 im Wert von 25.860 Franken.
Dazu gibt es 100 mal 10'000 Superpunkte für Superprämie. Es lohnt sich also mitzumachen. Lohnen wird sich auch die folgende Mitteilung, und zwar für alle die, die gerne eine gute Tasse Kaffee trinken. Alle Bohnenkaffee von Coop haben nämlich abgeschlagen und kosten bis zu 70 Rappen weniger. Ist doch ein guter Schluss für heute. Wer wissen möchte, wie man sich mit einfachen Mitteln gegen unerwünschte Besucher, sprich Einbrecher, kann schützen, sollte dein Coop-Studio vom nächsten Mittwoch auf keinen Fall verpassen. Wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei sind. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.